Der Herr segne euch. Ich möchte euch heute mal eine Sache erzählen, die ich erlebt habe mit meinem Bruder, der sehr viel mitgemacht hat und warum ich nie geglaubt habe an Gott. Ich hatte einen Bruder, der war 12 Jahre alt. Und eines Tages haben wir zu Hause, wir waren große Familie, Fernsehen geschaut, es war sonntags und Ostern. Und dann sah mein Bruder mit 12 Jahren einen Jesusfilm. Und er sah, wie Jesus Christus gekreuzigt wurde. Und er war total erstaunt darüber, über diesen Film, und sagte zu meinem Vater, warum wird er gekreuzigt, was ist los? Und mein Vater sagt, ja, weil wir waren ja auch katholisch, ziemlich katholisch, mein Vater. Das ist der Herr Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben ist. Und mein Bruder sagte, der ist für mich gestorben. Von diesem Tag an hat sich an meinem Bruder alles verändert. Mein Bruder konnte das einfach nicht verstehen, dass Gott für unsere Sünden gestorben ist. Mein Bruder fing sich an zu verändern. Alles, was er gefunden hat, was tot war auf der Straße, dass es ein Igel war oder egal was es war, hat er beerdigt. Er fing an, auf jede Beerdigung zu gehen, auch bei Menschen, die er gar nicht kannte. Er liebte Gott ohne Ende. Er war verliebt in Gott mit 12 Jahren. Eines Tages ist mein Bruder eingeschlafen und wach geworden und er wurde krank. Er wurde krank. Meine Eltern haben meinen Bruder untersuchen lassen und die Ärzte haben nichts gefunden. Aber dann haben sie seinen Kopf geröntgt und sie haben einen Tumor entdeckt. Und dieser Tumor war im Kleingehirn. Und der Arzt sagte zu meinen Eltern, ihr Sohn hat nicht mehr lange zu leben. Er wird sterben an diesem Tumor. Meine Mutter und mein Vater, man kann sich vorstellen, dass da die Welt untergeht, wenn man so eine Nachricht kriegt. Das Kind stirbt, 12 Jahre alt. Der Tumor ist immer mehr gewachsen und die Ärzte haben meinen Bruder noch 9 bis 10 Wochen. Mein Vater war kaputt, meine Mutter musste stark sein für meinen Bruder. Sie mussten auch die Spiegel abhängen und keiner durfte ihm sagen, dass er sterben muss. Ich verstand die Welt nicht mehr. Keiner verstand die Welt mehr. Ein Kind, was so glaubt, warum? Die Ärzte sagen, irgendwann, wir sollten uns alle verabschieden gehen von meinem Bruder, weil die Zeit kommt jetzt, wo er sterben muss. Ich bin reingegangen, wir haben uns alle verabschiedet, jeder einzeln. Und ich habe zu meinem Bruder gesagt, was soll ich sagen? Ich habe gesagt, es tut mir so leid, ja? Warum das jetzt so passiert? Mein Bruder hat so die Hand über meinen Kopf gestreichelt und hat mich nur angeschaut und gelächelt. Aber davor hat er meine Mutter noch gesagt, ich weiß, dass ich sterben muss und ich möchte haben, dass du mir einen weißen Sarg gibst und meinen Jogginganzug möchte ich gerne dabei haben und wenn ich jetzt sterbe. Und da sagt meine Mutter, wer hat dir das gesagt, dass du sterben musst? Wer hat dir das gesagt? Du bist nicht hier, weil du sterben musst. Und da schaut er auf dieses Bild und da stand so ein Bild mit Jesus und Jesus am Ölberg, also so bildete. Und da sagte er zu meiner Mutter, er war da. Er hat zu mir gesagt, er kommt mich bald abholen und ich bräuchte keine Angst zu haben. Meine Mutter hat gesagt, so, jetzt komme ich hier nicht mehr ins Krankenhaus rein, wer hat dir das, kannst du nicht sagen, sowas, und das stimmt ja nicht, und so. Mein Bruder hat dann meine Mutter umarmt und hat gedacht, ja, ist ja gut, beruhig dich. Als die 9 Wochen vorbeigingen, war mein Bruder am Sterben und wir waren alle Tränen, wir haben uns verabschiedet von ihm. Aber mein Vater wollte da nicht rein, er hat sich gedrückt und er konnte das nicht. Er konnte sich nicht von seinem Kind verabschieden. Und der Arzt hat gesagt, Herr Adam, gehen Sie bitte da rein und sagen Sie Ihrem Sohn, er kann gehen, er quält sich. Wir haben ihn schon von der Maschine abgemacht, aber er kann nicht sterben, bevor Sie nicht da waren.
Mein Vater ist da rein und hat sich dann da hingesetzt und hat gesagt, mein Sohn, du kannst jetzt nach Hause gehen. Du kannst jetzt nach Hause gehen. Wir werden uns schon wiedersehen. Du brauchst keine Angst zu haben. Geh jetzt nach Hause. Der Herr ruft dich. Mein Bruder hat nochmal tief durchgeatmet und ist dann gestorben. Es war immer so, dass wir dann geglaubt haben, ja, mein Bruder ist ja vielleicht auch im Himmel und so. Und es war eine schwere, gefährliche Zeit. Die Jahre sind vergangen, mein Bruder war 10 Jahre tot und ich war so einer, der nie so geglaubt hat. Ich habe immer gedacht, ach Gott, jetzt Kinder sterben, was willst du mit so einem Gott, das kann ja alles nur. Das ist so ein Strohhalm, wo man sich dran festhält und dann kann man auch damit sterben, dann ist das wenigstens nicht so hoffnungslos. Eines Tages hieß es, mein Bruder wird umgebettet. Ich habe meinen Bruder, ja, 16 Jahre begraben. Einer meiner anderen Brüder wollten da nicht dabei sein bei der Umbettung. Er hat ein eigenes Grab gekriegt und er war weiter oben beerdigt. Und ich habe gesagt, ich gehe da hin und schaue, dass da auch alles gut wird. Als der Baggerfahrer in dieses Loch reingriff, hat sich da eine, über die Jahre ein, weil er im Lehmboden war, eine Höhle gebildet. Und ich sah meinen Bruder da liegen. Der Sarg war weg, aber mein Bruder war da. Er war da, er war einfach mit seinem Jogginganzug und die Decke darum, aber der Sarg war nicht mehr da, die Griffe lagen daneben dran und ich habe meinen Bruder gesehen da liegen. Ich bin dann in dieses Grab rein und habe meinen Bruder da wieder rausgeholt und habe ihn dann in so eine eigene Kiste reingeladen. Dann war vorbei bei mir. Ich wollte mit diesem Gott nichts zu tun haben. Für mich gab es auch keinen Gott. Meine Eltern haben mich gefragt und wie war die Umbettung. Ich habe gesagt, ja, ist alles gut gegangen. Was, hast du irgendwas gesehen und so? Und ich sagte, ja, was möchtest du denn hören? Ja, er war noch da. Er war nicht ganz weg. Er war in einem Lehmboden und er hatte schon die Jahre dann eine Höhle gebildet. Ich glaubte nicht an diesen Gott und ich wollte nichts von diesem Gott. Ich hatte Gott verflucht und ich hatte gedacht, das ist doch alles nur ein Märchen. Jesus, Auferstehung, Himmel. Mein Bruder ist doch gar nicht verfault, noch nicht einmal das. Mein Bruder ist nicht im Himmel. Eines Tages, vor 6 Jahren, habe ich diesen Herzinfarkt gekriegt und ich lag in meinem Sterben. Und ich sah, wie mein Leben aus meinem Munde rauskam. Meine Frau war so groß wie ein Feuerzeug. Die Ärzte, alles war klein. Ich habe gedacht, ich gucke in eine Puppenstube. Und ich lag da und mit meinem Atemzug konnte ich noch sagen, Jesus Christus, wenn es dich doch gibt, dann komm doch. Und das Unglaubliche, das Wunder, ist passiert. Ich erlebte die Herrlichkeit Gottes. Ich erlebte die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus, der heute genauso lebendig ist wie vor 2000 Jahren. Ich dachte, ich explodiere. Ich hatte einen Hinterwandriss und die Ärzte haben mir keine Überlebungschance gegeben, außer 5%. Sie sagten zu meiner Frau, der wird vielleicht die Nacht nicht überleben können. Ich erlebte die Herrlichkeit Gottes. Er kam in mein Sterben. Er nahm mich da raus. Ich war gefangen in meiner Sünde. Meine Sünde haben mich gequält. Ich wusste, wenn ich jetzt sterbe, gehe ich in die Hölle. Ohne die Vergebung, ohne das Blut Christi, bin ich verloren. Ich erlebte die Herrlichkeit Gottes. Heute weiß ich, mein Bruder, der lebt. Der ist beim Herrn. Und dieser Gott ist tatsächlich lebendig. Ich glaubte nicht an diesen Gott. Für mich war das alles nur, ja, okay. Aber ich habe nicht gewusst, dass dieser Gott so lebendig ist. Heute, nach 6 Jahren, lebt Christus in mir und ich in ihm. Und ich weiß, wenn ich hier von dieser Welt gehe, gehe ich zum Herrn. Jesus Christus lebt hier und heute. Er ist die Auferstehung und das Leben. Ich konnte es nicht glauben. Ich erlebte dieses Wunder. Und wenn du heute das hörst, bitte kehre um. Er ist lebendig. Amen.